Schönen guten Abend, wir befinden uns hier in Töging am Silo 1 und da werden wir heute Abend spielen. Live heute Abend, Headliner in kleiner Schrift, Black Blitz Contest X Sieger 2011 und als Late Night Special spielt aus Schweden, Helsingland Underground. Es ist ja ein besonderer Abend für uns alle, für alle Beteiligten, nicht nur weil wir eine schwedische Band da haben, die, wenn man das mal kurz zeigen kann, da unten, sieht man bei uns nicht so oft. Die sind wirklich von Schweden daher gefahren, nach Töging. Yeah. You drove all the way from Sweden to Töging. Yeah. If you're a real rocker, you have to love being on a bus for the whole day. For your whole life. Yeah, for your whole life. Christian, es ist aber nicht nur deswegen ein besonderer Abend, sondern es ist halt das letzte Konzert. Was geht ihm da so durch den Kopf? Wie sagen schon die großen Philosophen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. You're the first band we play with that's going on tour, that's from a foreign country, that's really doing the rock and roll thing. Yeah, okay. Is it hard to do that? No. Not when you're born to it. No. You're gonna notice in a few days if you're made of the right wood, if you're on the road. Yeah. Have you been on the road? No. Not for more than 2 days. All right. And how was that? It's good at the shows, and it's sometimes hard when in the mornings. Yeah. Now, you are a rocker. Ja, die Hauptband ist eine sehr spielstarke Band. Wie kann man dem entgegenwirken? Ja, wir müssen, würde ich mal sagen, die Räume konsequent nutzen und aggressiv nach vorne spielen. Das hat sich auch schon in der Vergangenheit bewährt. Und dann werden wir zum Erfolg kommen. Halb sieben in Tübingen, es dauert noch 2 Stunden bis Einlass ist, ungefähr. Jetzt sagen wir euch einmal was, was man normal als Rockfan nicht sieht, und zwar ist das Backstage. Das sind die geheiligten Hallen, wo normal nur der Musiker hinkommt. Man sieht mit der Stahltreppe, das ist wirklich Heavy Metal, wo wir uns da jetzt hinbegeben. Das sind die Katakomben des Stadions. Hier rechts wird da schon seit 6 Uhr morgens Kaffee getrunken, es wird aufgebaut, die Bühne wird aufgebaut. Wir haben hier links Rockstars, die in ihre Smartphones schauen. Wir haben hier Bierwurst neben richtigen Bier. Wir haben, was schauen wir da mal rein, das lokale Exportbier, Neuöttinger Exportbier, Erdnüsse, Milzsalsa, Chips, Coca-Cola, Gummibären, Cabanossi, Käse. Also man kann sagen, Tübingen ist wirklich ausgestattet. Das gibt es woanders nicht. Woanders gibt es immer bloß Chili con Carne, was auch gut ist. The venue told me, when they told us we're gonna play with you guys, that you're quite a big act in Sweden and you're on the charts, is that right? Yeah. Album went in number 6, I think. Yeah. We won over Lady Gaga. I think she was on 7th place and we on 6th. Schauen wir gleich mal weiter. Das ist der berühmte Raum, ja, wo das mittlerweile legendäre Black Blitz Born to Rock Cover Foto geschossen wurde. Wenn wir uns vielleicht einmal kurz so hinstellen. Yeah. Ist jetzt dann dein letzter Auftritt für Black Blitz? Ist da auch ein Wermutstropfen dabei oder ist man dann froh, wenn es vorbei ist? Eher das zweite. Du hast die Möglichkeit, dann Black Blitz von unten zu sehen. Das hast du noch nie gehabt. Du warst immer oben und hast eigentlich diese gewaltige Riff-Power eigentlich nur von der Bühne aus gesehen. Freust du dich drauf, uns mal von unten zu sehen und zu sagen, wow, wir waren ja wirklich verdammt gut damals. Ohne Scheiß. Also ich habe ja schon viel von Black Blitz gehört, aber live gesehen habe ich die noch nie.
Also es interessiert mich wirklich und ich komme. Ich komme. Kurzer Programmhinweis, am 13. November 2011 sind wir im Radio zum Hören. Unser erstes Radio-Interview überhaupt, und zwar geht es um unsere CD, die wir jetzt veröffentlicht haben, und wir reden da eine Stunde drüber und man hört auch Musik von dieser CD. Und 13. November auf Radio Top FM 106.4 und auch online empfangbar im Livestream auf top-fm.de anhören.